Hallo. Heute zeige ich euch, wie in Guild Wars am effektivsten wiederverwertet. Das heißt, vor allem Silber und Gold effektivsten. Und zwar gibt es eine Möglichkeit in der mystischen Schmiede, das sogenannte mystische Wiederverwertungskit herzustellen. Mit 25% Chance auf seltenere Materialien und 80% Chance aus Gegenständen Aufwertungen zurückzuhalten. Praktisch genau die gleichen Chancen wie beim Meister-Wiederverwertungskit. Ich werde euch einmal zeigen, wie ihr es herstellt. Und natürlich werde ich dann auch beweisen, dass es effektiver ist, silbermäßig. Zwar viel effektiver. So, um das Ganze herzustellen, müsst ihr wissen, ihr müsst das Spiel schon ein bisschen spielen, denn ihr braucht diese Steine der mystischen Schmiede, 3 an der Zahl. Die bekommt ihr durch Erfolge, durch verschiedene Events und Truhen. Wo genau steht auf der Wiki-Seite von Guild Wars, das solltet ihr euch dann halt ansehen. Genau, ihr braucht also 3 Steine der mystischen Schmiede, ein Gesellenwiederverwertungskit, ein Meister-Wiederverwertungskit und ein edles Wiederverwertungskit. Erfrischend. Am besten ihr geht einfach alle hier in dem westlichen Bezirk in Löwenstein, sprecht dort einfach. Ich habe, was ihr braucht. Mit dem Kaufmann und kauft die 3 einfach hier. Und naja, die Steine müsst ihr ja im Lager haben, logischerweise. So. Wenn ihr da fertig seid, geht ihr einfach zur mystischen Schmiede in Löwenstein oder sonst wo. Schmeißt die 3 Wiederverwertungskits und die mystischen Steine rein. Also 1, 1, 1 und 3. Und drückt auf Schmieden. Was rauskommt, ist ein mystisches Wiederverwertungskit. Mit 250 Aufladungen. So, jetzt denkt man sich zuerst mal, cool, 250 Aufladungen. Mit der gleichen Chance wie das gelbe Wiederverwertungskit hatte, ist doch ganz cool, aber lohnt sich das dann auch, die Steine zu verkraften? Antwort: ja und wie. Aufpassen, ich habe mir das mal ausgerechnet. Und zwar erstmal wir gehen einfach aus, dass man von jeder Seltenheit, also von jeder Klasse der Wiederverwertungen, außer das ganz untere, also einmal das blaue Wiederverwertungskit, das grüne, das gelbe und das mystische. Von denen gehe ich aus, und zwar immer von 250 Wiederverwertungen, da ja das die Grundanzahl des mystischen ist. So, das heißt, wir müssen 10 von den anderen kaufen. Also 10 Edle, 10 Gesellen und 10 Meister. Lebt wohl. So, beim Edlen ist es noch ganz okay. Da kommen wir auf gerundete Anschaffungsgesamtkosten für 250 Wiederverwertungen von 29 Silber. Ja, da steigt man sich 30 Silber, passt schon. Ein riesiger Nachteil: es nimmt 10 Plätze im Inventar weg. 10 Plätze im Inventar sind 10 Plätze im Inventar. Das ist eine halbe 20er Tasche. Wenn man rechnen kann. Wenn nicht, dann sind es einfach 10 Plätze im Inventar. Genau, also für 250 Wiederverwertungen mit der Chance des edlen Wiederverwertungskits zahlt ihr 30 Silber. Wenn ihr die Chancen des grünen, also des Gesellen-Wiederverwertungskits haben wollt, braucht übrigens auch wieder 10 Inventarplätze, dann müsst ihr schon 80 Silber, das ist fast ein Gold für 250 Wiederverwertungen. Fast ein Gold, aufpassen. Ja, das ist krass. Und damit ihr dann die gleiche Chance wie beim mystischen, also das meiste Wiederverwertungskit kriegt, müsste 1 Gold und 54 Silber zahlen für 250 Wiederverwertungen. Das ist echt viel. 1,5 Gold für 250 Wiederverwertungen. Jetzt, wenn man wirklich viel farmt, dann wiederverwertet man auch ziemlich viel. Und dann ist es echt viel Kohle. Weil 250 Wiederverwertungen, sind wir mal ehrlich, sind jetzt nicht so viel. Gut. Ja. Auf was ihr natürlich alle wartet: was ist denn jetzt mit mystisch, wie viele kostet das? Ich kann es euch sagen, die Steine der mystischen Schmiede sind zwar selten, relativ selten, aber auch kostenlos. Das heißt, für die zahlt ihr schon mal nichts. Und da müsst ihr ja nur von jedem der vorhergehenden Wiederverwertungskits
eines kaufen. Da kommt er auf einen Anschaffungsgesamtpreis von gerundet 26 Silber für 250 Wiederverwertungen und das Ganze verbraucht nur einen Inventarplatz. Das ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Man spart sich ein Viertel Gold, wenn man jetzt die gleichen Chancen haben will, und 9 Inventarplätze. Also wer jetzt noch Zweifel hat, dass das Ding wohl das wohl Beste ist, was man kriegen kann, dann, keine Ahnung, kann ich euch auch nicht helfen. Dann studiert Betriebswirtschaft, keine Ahnung. Und es ist übrigens auch noch günstiger wie 250 blaue Wiederverwertungskits. Also 250 blaue Wiederverwertungen, weil die kosten ja 29 Silber. Das ist sogar 3 Silber günstiger. Was will man mehr? Genau, das war's eigentlich. Im Grunde wirklich vercraftet alle eure Steine der mystischen Schmiede, weil das Ding ist es echt wert. Wenn ihr jetzt nicht gerade das Schwarzlöwen Wiederverwertungskit haben wollt, weil das kann man leider nicht craften. Genau, das war eins meiner, also mein erstes Tutorial. Und genau, da wird bestimmt noch was folgen. Bis dahin, die Herren des Eisreichs wünschen euch einen schönen Tag.